Auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr zwischen Duisburg und Bochum. Ja, da geht's heute heiß her. Und wir fahren mit der Baureihe 182, Lokomotive 001, also dem ersten Exemplar dieser Bauserie, einen wunderschönen Güterzug zwischen diesen beiden Großstädten hin und her. So, wir steigen direkt ein in die Taurus-Lokomotive, schließen die Tür hinter uns, begeben uns in den Führerstand, schauen aber zuerst noch einmal ganz kurz hier im Maschinenraum nach, ob auch wirklich alle Kippschalter die Stellung haben, die sie haben sollen. Los geht's mit dem DG-Störschalter übers ZSG bis runter zur SIFA. Die ist auf 0 gestellt, wunderbar, und die Störschalter für PZB und LZB sind auch nicht aktiv geschalten. So, die Tür hinter uns machen wir zu, damit wir entsprechend die Soundkulisse hier im Führerstand etwas mindern können. Und dann gucken wir auch nochmal hier, ob alle Systeme betriebsbereit sind. Die PZB hätte ich ganz gerne auch noch. Und ja, dann wären wir hier eigentlich auch am Rückpanel fertig. Die Bremsart bleibt ruhig bei P. Stromaufnehmer kann automatisch gewählt werden. Und genau, dann können wir uns auf unseren Sitz pflanzen, im wahrsten Sinne des Wortes. So, die Displays stellen wir einmal auf Nachtansicht, auch wenn es noch gar nicht so spät ist. 15 Uhr sagt der Tacho. Und jo, da können wir den Fahrtrichtungssender in die Neutralstellung begeben. Warten einen Moment, dann nach vorne. Hier drüben werden die Bremsen gelöst. Lokbremse kurz anziehen. Genau, damit uns hier der Zug eben nicht wegrollt. Wir dürfen dann auch gleich ausfahren, raus auf die Strecke. Zuallererst aber noch ganz wichtig, wir schalten uns die sogenannte AFB hinzu, stellen bei der eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde ein. Genau, Lokomotive sagt auch AFB. So, hier hinten habe ich noch vergessen, die Lämpchen, oder wir brauchen eigentlich nur dreimal weiß. Genau. Zugziel anzeigen wollen wir nicht. Wir fahren schließlich keinen Regionalzug. Und jo, wir haben heute einen Güterzug hinten dran. Bestehend aus Kesselwagen, Schiebewandwagen, Autotransportwagen und Teleskophaubenwagen. Und laut unserem Fahrplan, den ich mir selbst ausgedacht habe, dürfen wir 120 km pro Stunde fahren. Gut. Wir schalten die Beleuchtung hier im Führerstand noch ein. Und dann kann es losgehen. AFB auf 25. Und dann geht's raus aus dem Güterbahnhof. Leistung aufschalten. Die Bremsen alle lösen. Und los geht's. Na, die Lokomotive sollte sich eigentlich in Bewegung setzen. Und das tut sie auch. Wunderbar. Volle Leistung aufschalten. Der Güterzug ist relativ leicht. Ist auch größtenteils leer. So. Ja, für uns geht es heute gegen die Sonne. Das könnte uns das ein oder andere Mal ein wenig blenden, aber wir haben den Vorteil, wir haben hier oben also ein wunderschönes Sonnenrollo. Und je nachdem, wie halt die Lichtintensität der Sonne ist, so können wir uns das einstellen. So, wir schnappen uns auch mal noch das Head-Up-Display. Und dann geht's gleich raus auf die Hauptstrecke. Unser nächster Halt ist dann in 24 Kilometern. Wahrscheinlich dann der nächste Güterbahnhof. Sind auch an der Stelle schon mal so frei. Zugbeeinflussung. Und befreien uns aus der PZB. Beziehungsweise dem Überwachungsmodus am Anfang. Stellen hier die Geschwindigkeit auf 120 hoch. Wir müssen aber wie gesagt noch warten, bis unser gesamter Zug aus dem Güterbahnhof rausgefahren ist. Und wenn der rausgefahren ist, dann können wir auf die eigentliche Streckengeschwindigkeit beschleunigen. Kurz nach hinten geschaut. Genau, Weichenbereich haben wir gleich verlassen.
setzen uns wieder vorne rein in den Führerstand und erhöhen die Leistung. So, normalerweise müssten wir... Ach, wunderbar. Der Pfeil sitzt auch an der EL-Tafel dran. Ich dachte schon, die hätten den Pfeil hier vergessen. Weil wenn der nicht dran gewesen wäre, hieße, dass wir uns schnellstmöglich den Strom immer runternehmen. Und ja, Schnellbremsung natürlich. Weil das die EL-Tafel steht nämlich dafür, dass in der Regel der Fahrdraht über unserem Gleis zu Ende ist. Dadurch, dass aber dieser kleine Pfeil dran war, heißt es, dass es für das abzweigende Gleis der Fall ist. So, die 120 werden wir wahrscheinlich auch größtenteils heute ausfahren. Ja, wenn man vom Teufel spricht, in 3,8 Kilometern geht es dann runter auf Vmax 100. Aber das werden wir natürlich sicherlich auch nochmal per LF-Tafeln angekündigt bekommen. Oder halt per ZS3V am Vorsignal. Mal schauen. Ich habe auch mittlerweile die Funktion gefunden, dass man die Signalvorschau deaktivieren kann im Head-Up-Display. Beziehungsweise halt in den interaktiven Anzeigen hier für die Strecke. Weil ich persönlich finde es immer so ein bisschen störend, wenn dann gerade die Signalbilder, die man ja eigentlich auf der Strecke sehen möchte, von diesen Anzeigen überdeckt werden. Als Ausnahme haben wir heute auch mal die 182 aus dem Nahverkehrspaket, oder eine der 182er von der Deutschen Bahn mit dem Nahverkehrspaket. Denn wir haben hier oben eine Zugzielanzeige drin. In der Regel wird nämlich diese Lokomotive für ja, Regionalbahn und Regionalexpress-Züge verwendet. Einige Lokomotiven, wenn nicht sogar der Großteil der Taurus-Lokomotiven, ist bei DB Fernverkehr. Ja, nicht bei DB Fernverkehr, bei DB Cargo einst beheimatet gewesen. Mittlerweile finden die Lokomotiven aber gerade im Großraum Berlin bei DB Regio ihren Einsatzzweck. Und wir müssten hier mal ganz kurz so runterbremsen, weil ich glaube, genau, die Vmax 100 kommen hier relativ schnell. Ja, im Großraum Berlin hängen diese Lokomotiven größtenteils vor den Doppelstockzügen. Und sind da im Nahverkehr tätig. Der wunderbare Vorteil bei den Taurus-Lokomotiven ist natürlich auch der, dass sie sowohl im Güterverkehr als auch Personenverkehr wunderbar aufgehoben sind. Das sieht man nämlich auch unter anderem bei den österreichischen Bundesbahnen, die eben gerade auf diese Universallokomotiven setzen. Sowohl in der Variante ES64U2 als auch ES64U4, was dann ja die Mehrsystemvariante dieser Lokomotive darstellt. Beim Taurus unterscheiden wir ja grundsätzlich in drei Varianten, die Reihen 1016, 1116 und 1216, relativ schön bei der ÖBB aufgegliedert. Ganz kurz Füllstoß gegeben, auch wenn wir das eigentlich nicht machen. Ja, zwischen Duisburg und Bochum entlang für diese Strecke. Und mit der heutigen Fahrt sollten wir auch den Großteil dieses neuen DLCs oder Add-ons für den Trainsim World abgedeckt haben. Heute mal ohne eine Verbremsung an einem Bahnsteig. Einfach deswegen, weil wir nicht an den Bahnsteigen anhalten. Und ich dachte mir sowieso, der Güterverkehr eignet sich gerade für so eine Streckenerkundung wahrscheinlich am allermeisten. An Wagenmaterial ist laut meinen Erkenntnissen eigentlich nichts Neues dazugekommen. Auch was die Fahrzeuge angeht, haben wir lediglich die Baureihe 425 dazu gewonnen. Die anderen Baureihen, die bisher im Transim World unterwegs gewesen sind, können auch auf dieser Strecke eingesetzt werden, insofern es sich dabei um deutsches Rollmaterial handelt.
Denn was ich zum Beispiel noch ein bisschen schade finde und was echt cool wäre, ich weiß, normalerweise muss man es nicht quittieren, aber ja, im Transom World drücke ich mal lieber doch auf die Wachsamkeitstaste. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass die Class 66 in der DB Schenker Rail Variante leider auch nicht auf dieser Strecke eingesetzt werden kann. Wobei ja doch die Lokomotive theoretisch, wenn sie eben eine PZB hätte, auch hier ohne Probleme fahren könnte. Das wäre zum Beispiel auch noch echt cool, wenn man vielleicht einfach die Class 66, Class 77 für den Transom World auf die deutsche Strecke bringen würde. Aber ich denke mal, DTG würde auch im Hintergrund schon nachgedacht haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir diese Lokomotive früher oder später auch mal auf den deutschen Addons fahren dürfen. Gut, unsere Strecke zweigt jetzt hier ab. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe hier keine Streckenkunde. Ich muss hier genauso aufpassen, was alles für Signaltafeln und Signale auf uns zukommen. Gerade da ich auch die Positionen überhaupt nicht kenne. Und ja, wenn wir eben nicht streckenkundig sind, würden wir auch in der Regel bei der Bahn nicht diese Geschwindigkeiten fahren. Ne? So, wachsam. Auch ein bisschen komisch, dass wir jetzt hier die obere Zugart haben. Da sollten wir vielleicht mal noch gucken, ob wir das irgendwie umstellen können. Muss ich mal in ein Manual reinschauen. Das habe ich nämlich hier glatt vergessen. Die Zugbremse löst auch nicht mit derselben Tastenkombination wie im TS. Na gut. Dann haben wir jetzt hier auf jeden Fall einen Verbremser drin, aber das passiert auch mal. Wir sind jetzt hier auch nicht in einem Bahnhof. Deswegen können wir mal langsam gegen das haltzeigende Signal anfahren. Auf der freien Strecke haben wir schließlich die Befugnis dazu. Da unten verschwindet gerade die S-Bahn. Die Bremse ist gelöst. Die Leistung ist schon aufgeschalten. Das geht schon mal nicht gut aus. Ich weiß nicht, wieso jetzt die PZB. Es geht doch gut aus, weil der 500 Hertz Gleismagnet jetzt deaktiviert sein müsste. Demnach geht es doch gut aus, weil jetzt gerade irgendwie der 1000 Hertz Gleismagnet ausgegangen ist und die PZB hier in den Anfangsüberwachungsmodus gewechselt ist. Den lassen wir uns auch mal drin. Und keine Ahnung, wieso jetzt die SIFA sich eingeschalten hat und jetzt auf einmal das Spiel hier endet. Ach, wahrscheinlich ist das Szenario an der Stelle hier beendet. Das könnte gut sein. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Wir hängen noch eine kleine Reise mit dran, weil ich ganz ehrlich die Fahrt jetzt hier nicht unbedingt enden lassen möchte. Das war eine schöne kurze Fahrt, ja. Aber dann möchte ich auch nochmal in der anderen Richtung fahren. Und da schnappen wir uns. Was haben wir denn an Szenarien? Soll jetzt auch nichts mehr zu langes werden, sonst zieht das Video hier unnötig, sag ich mal, in die Länge. Klar, desto mehr wir fahren, desto mehr Spaß haben wir hier auch gemeinsam, aber ich würde mal sagen, wobei, nee, wir bleiben mal auf der Hauptstrecke Rhein-Ruhr zwischen Duisburg und Bochum. Gehen in den Fahrplanmodus nochmal und schnappen uns da die Baureihe 185. Na, wollen wir sie hier. Wir nehmen uns mal die Lackierung
von der DB, nicht von DB Raelion. Und mit der geht's los. Richtung Westen gemischte Güter. Nee, nicht am Abend. 13 Uhr. Wir fahren mal Richtung Osten. Mülheim Ruhr. Machen wir es mal so. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt über genau dieselbe Strecke geleitet werden oder ob wir einen anderen Fahrweg einschlagen. So, das Signal steht noch auf Rot. Weiterfahrt verweigert. Wir haben den Fahrtrichtungswender in die Neutralstellung zu bringen. Wir schalten uns die PZB hinzu. Klack. Und die Sief... Ach nee, komm. Die Siefer bleibt aus. Ja, und dann warten wir theoretisch nur noch darauf, dass wir abfahren dürfen. Strom und Müll ist der Hintergrund gehoben. Da wir auch keine Kesselwagen oder Gefahrgut haben, kann das so bleiben. Die Zugsammelschiene schalten wir wieder aus. Wir möchten keine Rangierer grillen. Und das Spitzenlicht vorne schalten wir auf Fernlicht. Direkte Bremse ist in Lösestellung. Die Bremse ist auch gelöst. Federspeicherbremse auch. Okay, dann ist das doch ein bisschen besser, wenn wir die Lokbremse anziehen. Gut. Und dann könnten wir eigentlich bereits abfahren, wenn das Signal halt auf grün stehen würde, was es aber nicht tut. Drei weiße Lämpchen auch hier. Okay. Dann setzen wir uns auf den Sitz und warten aufs grüne Licht. Ich möchte mal ganz gerne noch die Führerstandsbeleuchtung hier abschalten, weil die ist echt ein bisschen grell. Und wir fahren wieder gegen die Sonne, aber diesmal scheinbar andersrum. Ich denke mal, dass dann nach der Regionalbahn oder der S-Bahn hier hinten. Wobei, nee, da steht nicht einsteigen dran und die fährt auch in die andere Richtung. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir nach der dann raus dürfen aufs Hauptgleis. Aber hier drüben ist noch grün. Da kommt demnach noch ein Zug auf Gleis 2. Bei dem müssen wir noch warten, bis der durch ist und dann sollten wir eigentlich fahren können. Ja, hier vorne ist noch grün, okay. Gegebenenfalls müssten wir einfach mal im Stellwerk anrufen. Verweigert keine Strecke verfügbar. Okay. Die Weiche hier unten wurde schon richtig gelegt. Richtung Hauptgleis. Wir können auch mal in die Übersichtsansicht hineinschauen. Und mal gucken, woran es liegt. Wobei, der Fahrweg ist gestellt. Der Fahrweg ist schon für uns gestellt. Das ist komisch. Da kommt aber noch ein Zug angerast. Der hat komischerweise auch grün. Das ist jetzt wirklich ein bisschen kurios, aber da müssen wir einfach nur ein paar Sekündchen warten, bis der durch ist. Und dann rufen wir nochmal im Stellwerk an. Wenn sie uns dann nicht rauslassen sollten, wovon ich aktuell nicht ausgehe, würde ich sagen, dass wir das Signal einfach mal mit PZB-Befehl 40 überfahren. Dann hat uns nämlich der fiktive Fahrdienstleiter, den ich mir ebenfalls ausgedacht habe, die Genehmigung zur Überfahrt des halbzeigenden Signals erteilt. Aber wir warten noch einen Moment. Wir können ja mal ganz kurz noch eine Rollprobe machen, ob auch wirklich alle Bremsen im Zug gelöst sind. Die dürfen wir auch machen, wenn das Signal auf Rot steht. Das ist eine geringfügige Rangierbewegung und die ist ohne Probleme durchführbar. Jetzt ist nur die Frage, wieso wieder die Bremsen nicht lösen wollen. Ach so, klar. AFB. So, Leistung aufschalten. Und genau, da kommt noch eine S-Bahn.
Genau, das funktioniert. Zug wird nicht langsamer. Wunderbar. Ja, normalerweise macht man das ein bisschen länger. Einfach um wirklich halt auch zu prüfen, ob alle Bremsen im Zug gelöst sind. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann muss man eben gegebenenfalls den kompletten Zug nochmal durchkontrollieren und schauen, ob dort alle Handbremsen gelöst sind. Die sehen dann wie folgt aus. Das ist so ein Rädchen hier. Das wird halt festgezogen oder gelöst. Hintergrund ist der, dass man diese Rollprobe macht, um eben festzustellen, ob A, feste Bremsen im Zug sind. Andererseits, ob irgendwelche Sachen zum Beispiel am Wagen nicht stimmen. Gerade können auch so Fehler bei den Drehgestellen festgestellt werden. Wenn man zum Beispiel merken sollte, okay, da ist irgendwas verkeilt oder man hat einen Hemmschuh im Gleis vergessen. Das ist natürlich auch wieder nicht so von Vorteil, dass eben alle solche Sachen mehr oder weniger aufgedeckt werden. Wobei es eher weniger dabei ums Drehgestell geht, eher dann auch, ob die Achsen halt frei laufen, ob alles so frei rollt, wie es rollen soll. Und ja, halt besonders auf Hemmschuhe. Hemmschuhe, vielleicht kann man das nochmal noch ganz kurz zeigen. Immer schauen, ob da ein Zug draußen entlang fährt, bevor man rausrennt. Ich glaube, ach nee. Bei der Lokomotive müssten aber im Maschinenraum Hemmschuhe vorhanden sein. Die können wir uns jetzt hier leider nicht anschauen. Ich gucke mal ganz kurz hier rum, ob die irgendwo zufällig positioniert wurden. Aber das sind halt so Details. Ich glaube, die fehlen in Transim World. Oh, da kommt ein anderer Zug. Dann müssten wir erstmal wahrscheinlich wieder in die Lokomotive rein. Denn dann werden wir sicherlich gleich vom Stellwerk die Genehmigung zur Weiterfahrt bekommen. Aber ja, wenn dich das Thema Hemmschuhe interessiert, einfach mal dann nach dem Video. Nein, ich möchte die Steuerung nicht aufgeben. Ich möchte weiterfahren. Oder überhaupt endlich mal losfahren. Ja, wenn dich das Thema Hemmschuhe interessiert, einfach mal nach dem Video ganz kurz den Begriff Hemmschuh googeln. Und dann solltest du darauf stoßen, wie die Dinge aussehen. So, wir rufen nochmal im Stellwerk an und auch da wieder keine Genehmigung zur Weiterfahrt. Dann machen wir das gleich wie geplant. Wir schauen kurz nach. Kommt hier irgendwo ein Zug? Und nein, diesmal sehe ich wirklich gar nichts. Wobei doch der hier. Der hier im nächsten Bahnhof steht. Wir warten den einen Zug noch ab und wenn es dann wirklich nicht funktionieren sollte, machen wir das auf die Think New Fly New Art. Selbst einen Befehl schreiben. Weil eine andere Wahl haben wir nicht. Wenn das jetzt irgendwie hier verbuggt ist, was ich eigentlich nicht denke bei so einem neuen Add-on, dann müssen wir das so lösen. So, der Zug hat theoretisch den Block hier freigemacht. Dann könnte der auf jeden Fall schon mal losfahren. Das ist halt immer die Sache. Man weiß nie so richtig in den Simulatoren, haben wir jetzt hier wirklich einen geplanten Halt oder handelt es sich dabei um einen Fehler, der eigentlich so nicht vorkommen soll. So, am Funkgerät hier drüben ist nichts bedienbar. Das ist übrigens auch so eine Besonderheit bei der Baureihe 185. Wir haben nicht dieses typische kleine Funkgerät, sondern wir haben wirklich dieses riesengroße Display hier drüben mit etlichen Bedienmöglichkeiten. Das ist zum Beispiel bei der Baureihe 146 nicht der Fall, auch wenn sie ebenfalls aus der Drax-Serie stammt. Da müssten wir, wobei bei der 146... Gute Frage. Haben wir bei der 146 auch das große? Ich glaube sogar ja. Ich dächte sogar, da haben wir auch das große Display. Aber zum Beispiel bei der Siemens-Produktion, dem Vectron, da haben wir es definitiv nicht. Da haben wir ein kleines Funkgerät. Bei der Taurus haben wir auch ein kleines Funkgerät, genau.
Ist auch eine Siemens-Produktion. Bombardier hat sich da so eine, ich sag mal, Eigenheit ausgedacht, die wirklich nur in der Trax-Serie vorhanden ist. Wie gesagt, bei der 146 bin ich mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Da würde ich nämlich auch sogar dahin tendieren, dass wir so ein großes haben. So, der Zug kommt. Und nach dem geht es dann wirklich raus auf die Strecke. Wir sollten den Zug auch gleich da vorne sehen. Dadurch hätten wir auf jeden Fall genug Aufrüstzeit. Man sollte hier wirklich alles dann auch abfahrtsbereit sein. Na, aber wann kommt denn nur unser Kollege? Da. Eine rote Lokomotive. Ein paar Doppelstockwagen hinten dran. Und das deutet schon mal auf die Baureihe 146 hin. Dann könnten wir uns da sogar den Spaß machen und mal reinschauen. Kurz den Kollegen per Lichthupe gegrüßt. Und unser Signal sollte jetzt bitte auf Freifahrt umspringen. Wenn nicht, wie gesagt, ich hole auch gerne nochmal ein Stellwerk an. Dann machen wir es wie folgt. Wir versuchen jetzt einfach mal loszufahren. Weil das kann ja irgendwo nicht sein, dass hier alle Züge vorgelassen werden und wir dürfen niemals raus. Wie gesagt, es kann jetzt dazu führen, dass wir hier entgleisen. Dessen bin ich mir bewusst, aber ich muss es jetzt einfach riskieren, Zugbeeinflussung, weil sonst kommen wir hier gar nicht raus. Zugbeeinflussung, 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 Mit PZB Befehl 40 geht es am haltzeigenden Hauptsignal vorbei. In echt ein komplettes Unding. Das wird nicht gemacht auf eigene Faust. Ja, Zug fehlgeschlagen, genau. Haltesignal überfahren. Ich weiß aber nicht, wie lange ich dann noch warten soll oder warten müsste. Und ja, an der Stelle endet dann doch das Video. Etwas außergewöhnlich wieder. Irgendwie verpatzen wir so nahezu jede Fahrt auf der neuen Strecke Rhein-Ruhr-Hauptstrecke Bochum-Duisburg. Na gut, mal schauen. Aller guten Dinge sind drei. Und in dem Sinne geht's dann im nächsten Video. Und das mit Erfolgsgarantie bis zum Endbahnhof. Aber immerhin, wir haben eine Fahrt heute sinnvoll und erfolgreich geschafft. Ja, muss für heute reichen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal wünsche ich auch bessere Fahrt und eine längere Fahrt. In diesem Sinne, mach's gut. Bis zum nächsten Mal.